Für viele von uns gehört Harry Potter zur Kindheit dazu, wie das in die Windel machen. Schließlich haben wir fast alle die Filme um die Abenteuer der Zaubereischüler Harry, Hermine und Ron gesehen und fast alle auch die gleichnamigen Bücher gelesen. Durch den Mega-Erfolg der Harry Potter-Reihe wurde aber nicht nur unsere Kultur beeinflusst, sondern auch das Leben all der Menschen, die damals das Glück oder vielleicht auch Pech hatten, eine Rolle in den berühmten Harry Potter-Filmen zu ergattern. Viele von ihnen leben daher heute ein eher außergewöhnliches Leben. Was aus den Harry Potter Stars geworden ist und ob einer von ihnen feierlich geschwört hat, dass er ein Tu-nicht-gut ist, das erfährst du jetzt, also bleib dran, hier bei Wissenswert. Ach und schreib uns bei der Gelegenheit mal in die Kommentare, welche Figur von Harry Potter dein Lieblingscharakter ist. Wir sind gespannt. Fangen wir an mit Ivana Lynch. Ivana Lynch hatte als 15-Jährige bei einem offenen Casting das Glück, die Rolle der schrägen Luna Lovegood zu bekommen. Durch diese Rolle kam sie auch nach der Harry Potter-Reihe zu vielen weiteren Rollen. Unter anderem spielte sie eine tragende Rolle in der Fernsehserie Sinbad. Im Jahr 2018 machte sie außerdem bei Dancing with the Stars mit, der amerikanischen Variante von Let's Dance. Abseits vom Showgeschäft ist Lynch übrigens seit ihrer Kindheit Vegetarierin und seit einigen Jahren Veganerin und setzt sich auch aktivistisch für vegane Ernährung ein. So hielt sie immer wieder öffentliche Reden über das Thema und hat auch einen Podcast namens The Chick Peeps ins Leben gerufen. Außerdem leistet sie aufklärerische Arbeit über Essstörungen, da sie vor ihrer Rolle als Luna Lovegood selbst von einer betroffen war. Machen wir weiter mit dem Anti-Helden der Harry Potter-Reihe, vielleicht abgesehen von Ron. Und zwar mit Neville, oder besser gesagt mit Matthew Lewis, dem Darsteller von Neville. Nach den Dreharbeiten zum letzten Harry Potter-Film traf Lewis für sich eine besondere Entscheidung. Und zwar ließ er sich ein neues Gebiss einsetzen. Dank seines neuen Aussehens konnte er so dafür sorgen, dass er auch nach Harry Potter immer wieder Rollen in Fernsehproduktionen und kleineren Filmen bekam. Neben seiner schauspielerischen Tätigkeit ist Lewis auch viel auf Instagram unterwegs, wo er mit seiner Frau und seinem Hund und etwa 2 Millionen Followern den klassischen Influencer-Lifestyle pflegt. Übrigens ist er auch sportlich, deshalb engagiert er sich zum Beispiel auch als Vizepräsident in einer Rugby-Vereinigung. Kommen wir jetzt zu Bonnie Wright, aka Ginny Weasley. Sie ist ein gutes Beispiel für jemanden, der perfekt an seinen Erfolg aus Kindertagen angeknüpft hat. Zunächst spielte sie einige Rollen in Filmen, traute sich dann aber auch hinter die Kamera. So führte sie seit dem Jahr 2012 bei insgesamt 8 Filmprojekten Regie, unter anderem auch bei Musikvideos. Außerhalb des Filmgeschäfts hat sie übrigens auch das Modeln für sich entdeckt und lief somit sogar schon auf der Londoner Fashion Week. Als nächstes auf unserer Liste steht Alan Rickman, der mit seiner überzeugenden Darstellung von Severus Snape Film für Film sein schauspielerisches Talent bewies. Allerdings war Rickman schon lange vor Harry Potter ein gefeierter Schauspieler. So spielte er zum Beispiel in Filmen wie Stirb langsam, Tatsächlich Liebe, Sweeney Todd oder Robin Hood mit. There is one thing I want to say. Auch nach seiner Rolle als Snape drehte er dementsprechend natürlich noch Filme. Im August 2015 erlitt er dann allerdings einen Schlaganfall, nach welchem er sich aus der Öffentlichkeit zurückzog. Einige Monate später, im Januar 2016, starb Rickman dann im Alter von 69 Jahren, und zwar an Bauchspeicheldrüsenkrebs, den er zuvor verheimlicht hatte. Rickman ist bis zum heutigen Tage aber nicht der einzige Harry Potter Darsteller, der inzwischen von uns geschieden ist. So starb zum Beispiel auch Richard Griffiths, der in 5 Harry Potter Filmen Harrys unmöglichen Onkel Vernon spielte. Er starb 2013 mit 65 Jahren nach Komplikationen bei einer Herz-OP. Neben ihm traf es inzwischen übrigens auch John Hurt. Hurt besetzte die Rolle des Zauberstabmachers Mr. Ollivander. Genau wie Rickman starb auch er an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Kommen wir als nächstes zu Robert Pattinson. Auch wenn man den Star inzwischen mehr mit Twilight und vielen anderen Filmrollen in Verbindung bringt, ist der Ex von Kristen Stewart auch ein ursprünglicher Harry Potter Darsteller. Er spielte im 4. und 5. Teil der Saga Cedric Diggory und begann so seine hoch erfolgreiche Schauspielkarriere. Innerhalb weniger Jahre wurde er so zum Hollywood-Star. 2012 wurde er von der Glamour außerdem zum Sexiest Man Alive gekürt. Inzwischen gilt er auch als einer der reichsten jungen Briten mit einem Vermögen von über 80 Millionen Dollar. Bevor wir zum Werdegang der Darsteller von Harry, Hermine, Ron und Draco Malfoy kommen, haben wir noch 2 Harry Potter Schauspieler für euch, die ebenfalls zu Hollywoods Elite zählen. Da wäre einmal Gary Oldman,
der Harrys Onkel Sirius Black spielte. Er spielte neben Harry Potter auch in krassen Blockbustern wie Leon der Profi, The Dark Knight und vielen anderen Filmen mit. In Hollywood gilt er seit jeher als einer der bedeutendsten Schauspieler seiner Generation. Das Magazin The Hollywood Reporter fand 2012 passend dazu heraus, dass er der Schauspieler ist, dessen Filme weltweit insgesamt am meisten eingespielt haben, wenn man Haupt- und Nebenrollen zusammenzählte. So kam er nämlich auf 11 Milliarden Dollar Einspielergebnis. Neben dem kommerziellen Erfolg konnte er 2018 aber auch seinen ersten Oscar einheimsen. Übrigens nennen ihn viele Hollywood-Größen wie zum Beispiel Tom Hardy, Daniel Radcliffe, Brad Pitt und Ryan Gosling ihren Lieblingsschauspieler. Gary Oldman is the best. I'm pretty good, but I mean, if you look at what I do, then watch Gary Oldman, you'll see. Well, he's not quite as good, and yeah, he's doing Gary Oldman. Er ist also mehr als etabliert. Ähnlich erfolgreich wie Gary Oldman ist auch Ralph Fiennes, der auch schon vor seiner Rolle als Lord Voldemort in Filmen wie Schindlers Liste, Der englische Patient und nachher auch in dem James-Bond-Streifen Skyfall mitspielte. Übrigens spielte sein Neffe, Hero Fiennes Tiffin, in der Harry-Potter-Saga passenderweise Tom Riddle in jungen Jahren, da zwischen den beiden eine gewisse optische Ähnlichkeit bestand. Derzeit dreht er übrigens für den 25. Bond-Film und für die Fortsetzung von Kingsman. Ebenfalls in Dreharbeiten involviert ist aktuell Emma Watson. Auch sie schaffte es durch ihre beliebte Rolle als Hermine Granger Fuß im internationalen Filmgeschäft zu fassen. So spielte sie inzwischen in Filmen wie The Circle mit Tom Hanks oder Colonia mit Daniel Brühl mit. We always knew. What I am proposing is radical openness and unbroken connection. Watson ist aber nicht nur Schauspielerin, sie modelt auch und das sogar sehr erfolgreich. Außerdem ist sie Mitwirkende bei dem Modelabel People Trees, welches Fairtrade Fashion produziert. Nebenbei setzt sie sich auch für den Klimaschutz und Nachhaltigkeit und vor allem auch für Frauenrechte ein und sprach zu diesem Thema sogar schon vor den United Nations. That's what we are doing. We, the entire spectrum of the feminist movement, are building an unstoppable current for which we need ripples of hope from every age, race, ability, walk of life, from every human experience. Kommen wir jetzt zu Daniel Radcliffe, dem wohl berühmtesten aller Harry Potter Darsteller. Nach seiner Rolle als Harry stieg er auf zu einem der bekanntesten Gesichter Hollywoods, wenn nicht sogar der Welt. Allerdings widmete er sich auf der Spitze seines Erfolgs auch vielen Projekten, die nicht unbedingt kommerziell waren. So spielte er inzwischen sogar in Stücken am Broadway mit und übernahm eine Rolle in der Serie Miracle Workers. Aktuell wohnt Radcliffe in Manhattan und ist mit der Schauspielerin Erin Dark zusammen. Wie Emma Watson ist auch Radcliffe politisch und aktivistisch aktiv. Er setzt sich dabei unter anderem für homosexuellen Rechte und gegen Homophobie ein und unterstützt Projekte zur AIDS-Hilfe. Zu vorletzt kommen wir zu Ron Weasley oder im echten Leben Rupert Grint. Grint konnte nach Harry Potter nur bedingt an seine schauspielerischen Erfolge anknüpfen. Er bekam zwar noch einige Rollen, diese allerdings eher in kleinen Produktionen. Trotzdem setzt auch er sich für wohltätige Zwecke ein und hatte bei den Olympischen Spielen 2012 sogar die Ehre, die olympische Fackel zu tragen. Und zuletzt kommen wir zu Tom Felton, der in den Harry Potter Filmen als Harrys Erzrivale Draco zu sehen war. Auch er war weiterhin für viele Casting-Agenten interessant und spielte somit noch einige Nebenrollen in bekannteren Filmen, wie zum Beispiel auch in Planet der Affen. Trotzdem zieht Felton es nach eigenen Aussagen vor, nicht zu viel im Filmgeschäft tätig zu sein. Stattdessen konzentriert er sich seit seiner Rolle als Draco eher auf Musik. So ist er als Singer-Songwriter tätig und veröffentlichte bereits vor 10 Jahren sein erstes Album. Good morning, California, good morning. Such a lovely morning now, and it seems that everything's gone my way. Good morning, California, good morning. Just another good morning now, and it seems that everything's gone my way. Auch er ist wie Matthew Lewis viel auf Instagram unterwegs, wo ihm inzwischen fast 5 Millionen Follower folgen. So viel also zu den Harry Potter Stars. Welchen Werdegang der ehemaligen HP-Darsteller fandest du persönlich am interessantesten? Und wieso? Schreib uns das gerne in die Comments. Ansonsten lass ein Like da, wenn dir dieses Video gefallen hat und abonnier Wissenswert für mehr. Bis zum nächsten Mal dann, hier bei Wissenswert.